Serbien hat am Donnerstag eine Abbaulizenz für Lithium für das Bergbauunternehmen Rio Tinto widerrufen. Zur Begründung hatte die Regierung in Belgrad Umweltbedenken angeführt. Seit Monaten hatte es auch immer wieder Proteste von Umweltschützern und Anwohnern gegen das Projekt gegeben. Die Mine im Jadartal in Westserbien sollte 2027 die Produktion aufnehmen. Rio Tinto wollte mit dem 2,4 Milliarden Dollar schweren Projekt zu einem der größten Lithiumproduzenten der Welt aufsteigen. Die Entscheidung Serbiens ist für das britisch-australische Bergbauunternehmen ein herber Rückschlag. Die Aktien von Rio Tinto fielen an der australischen Börse am Donnerstag um bis zu 3,8%.